Und damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Kapitel Let's Play und zum ein bisschen weiter Morden. Ja, im letzten Teil. Oh, es ist aber extrem hell irgendwie. Finde ich gerade. Im letzten Kapitel mussten wir ja unseren Butler Alistair töten. Was wir jetzt in diesem Kapitel machen müssen, weiß ich gerade noch gar nicht so recht. Ich schaue einfach mal und ich glaube, ich fange dann einfach mal mit dem Ouija-Brett an. Ey, die Grafik ist irgendwie so hell. Kann das sein? Und vor allen Dingen muss ich jetzt kurz also wieder mal den Ton ein bisschen runterdrehen. So. Jetzt ist der Ton ganz weg, wunderbar. So. So, dann wollen wir mal sehen, was uns das Ouija-Brett zu sagen hat. In einem Augenblick werden Erinnerungen geschaffen. Ich kann das irgendwie kaum lesen. Das ist alles so komisch hell irgendwie dieses Mal, wenn das weiter so hell bleibt. Muss ich mal gucken, dass ich hier den Kontrast ein bisschen runterschraube. Aber sobald ich irgendwas an meinem PC mache, brechen die Frames ein. Das ist bla. Bäh. Ja, okay, so sollte es erstmal gehen. So, wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Jetzt bin ich losgelaufen, um zu gucken, wo ich hin muss. Die Map. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein Volltrottel im Kartenlesen bin? Ich glaube ja. Warte mal, ich muss jetzt hier durch das. Ist das das. Was ist denn das? Da und da und da. Ist das richtig? Ja, ich muss hier. Die Treppe? Ist hier eine Treppe? Nein, da ist. Irgendein komisches. Da. Okay. Ah, ich muss hier lang und da hinten die Treppe runter. Ich verstehe. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Schon deinen Onkel gesehen? Die gute alte Jovita muss heute dran glauben. Aber wie? Ich habe keinen blassen Schimmer. Die sieht aus wie ein Gorilla. Die hat so ein richtiges Gorilla-Gesicht. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Schön. Okay, nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Schon deinen Onkel gesehen? Nein, habe ich nicht. Jetzt komm, mach. Ich will dich umbringen. Jetzt sag, wie ich dich umbringen soll. Ich will irgendwas vom Onkel Tom. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihn bitte. Ich muss mit ihm reden. Ey, die Leute reden hier, als ob sie irgendwie eine kaputte Schallplatte gegessen hätten. Immer dasselbe. Schon deinen Onkel gesehen? Oh. Kann ich dich bitte jetzt einfach umbringen? Kann ich dir den Hals umdrehen? Bitte einfach jetzt. Deinen Onkel Tom gesehen? Ja, jetzt mach irgendwas! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo geht's denn jetzt hin? Wir folgen ihr einfach mal ein bisschen. Schon deinen Onkel gesehen? Nein, habe ich nicht. Und nerv nicht so, Mädchen. Nein, habe ich nicht. Warum geht die in den Raum rein, nur wieder rauszugehen? Soweit ich das Spiel so langsam gecheckt habe, hat das irgendwas mit dem Raum jetzt auf sich. Wir müssen hier irgendetwas machen. Ich mache mal die Tür zu, weil zum Beispiel einen Schlipper aufheben. No. Oh, sexy. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier machen. Was ist das denn? Neues Inventarobjekt. Okay.
Das Spiel ist mit den Frames ein bisschen zickig. Also mal bin ich oben auf 40 und mal bin ich nur unten auf 9. Also das Spiel mag die Frames. Okay, mal angenommen, das ist Jovita. Ist das Jovitas Zimmer? Wenn das Jovitas Zimmer sein sollte, dann keine Ahnung. Warte mal, ich gucke einfach mal eben kurz im Buch nach. Jovita. Hausmädchen Jovita, sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Ah, ich wusste doch, dass wir ihr die Sache in die Schuhe schieben müssen. Bingo! Okay, also, mal jetzt hypothetisch angenommen, das ist ihr Zimmer. Dann müssen wir eigentlich dieses Rattengift hier... Aha! Aha, Objekt wurde korrekt verwendet. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch irgendwas hier, was wir verstecken können? Warte mal. Warte mal. Das Schloss, oder? Müssen wir das Schloss hier auch verstecken? Weil wir müssen ja irgendwie... Moment, Moment. Aha, aha. Ja, sehr schön. Oh. Schon dein Onkel gesehen? Ja, ich hau dir gerne die Tür ins Gesicht, du kleine Schlampe. Nee, ich habe den blöden Onkel noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wo ich den finden soll, bitte. Warte mal, hier liegen Klamotten. Okay, hier liegen Klamotten, hier liegen Klamotten. Hier ist eine Kassette. Steht auf der Map irgendwo, wo ich den Onkel finde? Nein. Okay, ist er hier drin? Was ist das denn für... über Kreuze. Raus hier. Okay, ist er hier drin? Hä? Was ist denn? Was geht da? Was... Hallo, was ist... Alter! Was geht... was geht da denn ab? Warte mal. Warte mal. Jovita. Moment. Ich habe Onkel Tom mit Susan gesehen. Wenn ich das Jovita zeigen könnte, ich glaube, Großvater hat oben in seinem Arbeitszimmer eine Kamera. Was ist das denn? Alter, vögelt der erstmal das Gehirn aus der raus. Alter, ich glaub's nicht. Alter, hier läuft ein sechsjähriges Kind rum. Was für ein krankes Spiel. Also, ein sechsjähriger Junge muss erstmal alleine in den Keller runter und Alkohol holen, darf dann irgendwelche Leute beim Vögeln zusehen, bringt irgendwelche Leute um. Also mich wundert es nicht, dass das Kind hier durchgedreht und verrückt geworden ist. So, okay. Arbeitszimmer. Arbeitszimmer, Arbeitszimmer. Wo haben wir hier das Arbeitszimmer? Das hier sieht so nach einem Arbeitszimmer aus, oder? Aber das ist ja am Arsch der Welt. Okay, das ist, ist das das Arbeitszimmer? Ist das das Arbeitszimmer? Nee, ich glaube eher nicht. Aber das ist eine Kamera. Kann ich die nehmen? Nein, kann ich auch. Da oben sind Vibratoren und Dildos. Kann ich bitte so einen nehmen und den dem Onkel Tom dann, während er Susan da bumst, in den Arsch stecken? Oder wäre das wieder zu fies? Ist hier das Arbeitszimmer? Nein, das war hier die Küche. Da ist Guest Room. Oh, wo ist denn hier dieses verdammte Arbeitszimmer? Wo soll ich denn das hier finden? Okay, hier ist mein Zimmer. Guest Room. Ist das Arbeitszimmer? Nein. Wo geht's hier lang? Das ist auch kein Arbeitszimmer. Scheint hier was nicht so zu sein. Alter, wo ist denn dieses verdammte Arbeitszimmer?
Okay, das ist hier das umsfidele Zimmer da, dieser komische Sexspot da, ey. Boah, das ist ein Haus, ey. Leck mich am Arsch, ey. Was ist mein... Ach, hier war ich ja schon, okay. Oben im Arbeitszimmer, das heißt, das Arbeitszimmer müsste doch eigentlich hier irgendwo sein, oder nicht? Da ist ein Guestroom. Da ist ein Guestroom, ich laufe hier gerade im Kreis die ganze Zeit. Oh, alter Mann. Das Spiel hat immer noch, ich habe jetzt schon ein paar Einstellungen umgeändert und bin jetzt froh, dass ich auf 40 Frames bin. Aber irgendwie zieht das Spiel immer noch rum und stürzt mittendrin einfach mal auf 9 runter. Das ist nicht mehr feierlich, Leute. Wo ist denn hier dieses scheiß Arbeitszimmer von dem Kerl? Was ist das für ein Room? Billiard Room. Nein, das ist es auch nicht. Library, das ist die Bücherei. Ach Leute, Mann, das war der Utility Room. Der Tea-Room. Mm. My dear, do you want to have a cup of tea? Bathroom. Alter, ich krieg die Krise in diesem Haus hier. Ich krieg die Krise in diesem Riesenhaus. Echt? Das ist doch nicht mehr normal. Nicht protzen, sondern gleich kleckern, wa? Ja, meine Fresse, ey. So. So, dann gehen wir hier nochmal lang. Ich finde diese Vogelperspektive sogar eindeutig besser. Oh, schon wieder hier. Das gibt's doch nicht. Okay, ich renne jetzt einfach mal da lang. Diese Perspektive ist mir eindeutig angenehmer, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, ich kann hier durch die Wände gucken. Eben zumindest noch. Hui! Ich kann sehen, dass da die Treppe runtergeht. Dann laufe ich mal hier jetzt einfach runter. Und gehe da hinten nochmal die Treppen hoch. Irgendwie ist das heller als sonst, oder? Puh. Ja, einmal schön durch die... Habt ihr das auch gerade gehört? Habt ihr die auch gerade stöhnen? Och Mensch, Onkel Tom, wo hast du denn dein verschissenes Arbeitszimmer? Das war das, wo die Fälle da ist. Ein Klo? Das brauchen wir jetzt nicht. Ist es das Arbeitszimmer? Ist es das Arbeitszimmer? Hallo. Junge, es scheint alles gut zu laufen. Ach gut, dass du es sagst. Dass alles gut läuft. Weil ich hatte schon Angst, dass hier irgendwie ein paar Morde geschehen. Oder da oben ist die Kamera. Ist das die Kammer? Die kann ich auch nicht sehen. Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Alter Sch... Die Zeichen. Erstens, schleich dich nicht von hinten so an ein kleines Kind ran, ja? Zweitens, du weißt gar nichts. Ja. Ne? Und drittens, wenn du was weißt, muss ich dich leider töten. Da oben ist eine Kamera. Komm ich da so ran? Nee, so nicht. Dann mit Telekinese. Aber unser lieber Fabius ist da gerade in der Nähe. Und, okay. Oh. Das war... Hallo, Junge. Wieso es scheint alles gut zu laufen. Was scheint gut zu laufen? Hast du irgendwie ein Rad am Wandern? Sind bei dir nicht mal alle Eier im Kühlschrank frisch?
Komm, jetzt geh und ich will die Kamera da jetzt haben. Komm her, komm, 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 komm. Jawohl, und verstecken. Gut. Also, die Kamera haben wir schon mal. Sofortbildkamera, das Papier sollte... Alter, bin ich denn so dämlich? Ach, das Papier scheint leer zu sein. Okay. Natürlich. Wo kriege ich jetzt Papier her? Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Aha. Ja, mein gut, dass du nicht irgendwie so paranoid bist oder so. Nö, das ist sehr gut. So, haben wir hier noch was, irgendwas drin? Haben wir hier noch Papier? Bin ich gerade auf der Schublade geritten? Hui! Okay. Scheiße, wo kriege ich denn jetzt das dämliche Papier her? Hä? Oh, sieh mal einer an. Da ist eine Karte. Eine Geheimtür. Weinkeller und Geheimtür. Interessant, interessant. Nein, ich will doch... Oh. Ich will die Karte wieder weg. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Ja, ja, ja. Bei dir läuft sowieso alles gut. Ich weiß nicht, was bei dir alles gut läuft, aber irgendwie... Was ist das denn für eine Schublade? Gott, oh Gott, oh Gott. So Leute, wo kriege ich jetzt Papier her? Wo kriege ich jetzt Fotopapier her? Scheiße, 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 scheiße. Ich weiß, was hier vorgeht. Ja komm, halt's Maul, sag mir lieber, wo das Fotopapier ist. Ich sah die Zeichen. Oh, ich kann doch jetzt hier nicht 50 Milliarden Jahre nach so einem scheiß Fotopapier suchen. Da bin ich ja morgen noch mit beschäftigt. Ah, mir tut das Handgelenk übelst weh. Gestern bei der Arbeit so schön einen Papierkarton so ins Handgelenk reingerammt. Hm. Die scheiße Wunde tut jetzt übelst weh, wenn ich die jetzt irgendwo drauf lege. Ah. Hallo, Junge. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bei dir ist sowieso alles gut. Kranken Leuten geht's immer gut, wa? Oh, was haben wir hier? Aha, okay. Ich spreche gerade mit deiner Mutter. Das ist nur so ein Erwachsenenkram. Also, solange der Lehrer auch sich so langsam sorgen muss. Ja, ich werde ihn gleich noch stören, aber richtig. Aber dazu brauche ich erstmal Papier. Ich weiß nicht, wo dieses scheiß Papier ist. Leute, ich kann jetzt hier nicht jedes einzelne Zimmer durchsuchen, jedes Objekt durchsuchen. Hey, mein Junge, ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich kann jetzt wirklich nicht. Ja, lass mich ruhig alleine. Ich habe schon einen Spielkameraden gefunden, aber... Ohne Fotopapier ist natürlich nichts los, ne? Alter, hier sind überall Schubladen mit Socken und Unterwäsche neben den Schreibtischen. Gott, ist dieses Haus krank. Warte mal, da ist ja irgendwas zum Angucken, glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Schade. Störe jemand anderen, zum Beispiel Tom. Immerhin ist er dein Onkel. Ja, den würde ich zu gerne stören, aber jetzt brauche ich mal Papier, verdammte Axt. Das gibt's doch nicht. Wo soll ich denn hier das Papier finden? Ich glaube nicht, dass hier irgendwo Papier ist. Ich bin gerade ein bisschen... Ja, merkwürdig, komisch.
Alter, ich kann jetzt auch nicht jedes einzelne Objekt. Alter, das gibt's nicht. Ich kann hier durch dieses ganzen Haus alle Schubladen durchgehen. Ey, das funktioniert nicht. Das kannst du knicken. Wie lange soll ich denn dann hier dran sitzen? Das dauert ja Milliarden Jahre. Geht es dir gut, Junge? Und diese Frame-Einbrüche sind widerlich. Ich gehe da jetzt mal hoch, gucke da oben nochmal. Hat die olle fette Kuh ja Briefpapier, sag ich jetzt schon, Fotopapier gehabt? Ist hier überhaupt irgendetwas Nützliches? Nee. Da geht's wieder runter. Hier bin ich wieder im Arbeitszimmer. Toll. Tolle Sache. Ich weiß, was hier vorgeht. Dieses Fotopapier muss doch hier irgendwo bei der Kamera mitliegen, oder nicht? Ich verstehe das gerade nicht. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Hallo, Fabius. Was mich wundert, ist, warum wir hier keinen unten in der Entdeckeranzeige, der es nicht leuchtet, wenn Fabius uns sieht. Das ist doch schon merkwürdig, oder? Bei jedem anderen leuchtet diese Entdeckeranzeige, nur bei ihm nicht. Soll uns das schon mal so einen Hinweis geben? Na, jetzt geht's. Oh! Super! Vielen Dank! Fotopapier! Ja, danke! Eben konnte ich es nicht aufheben, deswegen habe ich gedacht, das ist nichts, was man aufheben kann. Dann renne ich einmal durchs komplette Zimmer, durchs komplette Haus, nur um zu sehen, dass man... Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Alter, schleich dich nicht so an! Da kriegt man ja die Krise. So, also, wir haben jetzt Fotopapier eingelegt, jetzt heißt es... Pornobilder machen. Wenn ich den Weg runter finde. Weg runter. Hier geht's runter, oder? Ja, hier geht's runter. Ja, so. Lalala. Komm, der kleine Lucius macht jetzt mal ein paar Fotoaufnahmen. So, aber ich darf mich natürlich nicht erwischen lassen, deswegen. Wie soll ich denn... Vor allen Dingen wie und wo und wann? Okay. Aber ich darf mich nicht erwischen lassen, das ist ja das Problem. Warte, ich mach die Kamera mal weg. Alter! Es ist doch nicht mehr normal. Alter, wie dem auch ein. Alter, wie der abgeht. Alter, guck dir das mal an. Der rammelt ja wie ein Kanickel. So, okay. Ich darf mich echt nicht erwischen lassen. Wo ist denn das Foto jetzt hin? Wo ist denn das Foto jetzt hin? Scheiße, ich muss doch ein Foto machen, verdammt. Da. Hä? Was soll ich... Hä? Ich kann doch nicht noch näher rangehen. Die entdecken
mich doch. Hast du etwas gehört? Na, hier ist niemand. Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Genau, das ist nichts. Das ist gar nichts. So, hier ist das Foto. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn das Foto? Alter, ihr wollt mich verarschen, oder? Hier ist niemand. Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Genau, hier ist niemand. Jetzt ist das Foto schon wieder weg. Leute, ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Megabug. Ohne Witz. Die Fotos sind andauernd weg. Hast du etwas gehört? Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. So, ich habe jetzt das Foto. So. Jetzt müssen wir zu Jovita. Ich glaube, Jovita muss das Foto ja jetzt sehen. Oder soll man das hier irgendwo hinlegen? Das kann so nicht benutzt werden, hä? Bin ich jetzt höher? Wartet mal, ich bin noch, hä? Wartet mal, irgendwie ist das gerade echt merkwürdig, weil ich habe kein Foto im Inventarobjekt. Oder als Inventarobjekt, und das Foto, was ich hier jetzt hatte, ist jetzt auch weg. Entweder bin ich blöde oder das Spiel verarscht mich gerade tierisch. Weil, das kann doch nicht sein. Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Der nimmt das Foto zwar auf, aber irgendwie nicht als Inventarobjekt. Muss das denn nicht als Inventarobjekt irgendwie? Und so kann ich es doch hier dann nirgendwo hinlegen. Ich kapier's gerade nicht. Oh, Alter. So, wo ist jetzt Jovita? Oh, hier ist das Pornozimmer. Dann suchen wir einfach jetzt mal Jovita und geben ihr das Foto einfach so. Mal schauen. Es ist ein bisschen zu hoch irgendwie gerade. Es ist mir wirklich gerade irgendwie ein bisschen zu hoch.
In Ordnung, mein Junge. Du musst keine Angst haben. Alter! Das geht mir jetzt gerade extrem auf den Sack, dass dieses Spiel so dermaßen runterbricht mit den Frames. Wo ist jetzt Juvita? Olle! Warum? Meine Fresse, ey. Oh, hier Scheiße, ey. Ein scheiß Handgelenk. So. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Guck mal, ich hab hier was für dich. Guck mal. Hast du deinen Onkel gesehen? Guck mal, ich hab hier was für dich. Guck mal. Alter, ich habe ein hübsches Foto. Guck doch mal. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Hallo. Hallo, Lucius. Die will das Foto nicht sehen. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag bitte, ich muss mit ihm reden. Wir dürfen uns ja anscheinend nicht erwischen lassen, aber dann frage ich mich jetzt mal ohne Scheiß, wie ich denn bitte sie sonst auf dieses Foto drauf aufmerksam machen soll. Ich habe es nicht als Inventar open. Das heißt, wenn ich es jetzt zum Beispiel auf den Stuhl lege, okay, das Foto ist dann noch da, aber ich finde, muss ich das hier irgendwo hinlegen? Ich finde hier auch irgendwie kein. Ich finde ja irgendwie keinen Pfeil, wo ich das Foto hinlegen soll und ehrlich gesagt ist mir das jetzt gerade auch ein bisschen zu hoch. Hoppala. gucken wir nochmal in dem Buch nach. Juvita. Da steht nichts anderes drin. Es ist. Oder war das Foto einfach nicht gut genug? Aber ich kann nicht noch weiter rein. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das war höllisch knapp gerade. Alter, ich kann doch nicht noch näher in das Zimmer rein. Nein, hier ist nichts. Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Jetzt ist das Foto weg. Alter, will mich das Spiel hier verarschen? Ja, okay. Ah, jetzt habe ich's. Okay. Ach Gott, ja. Ja. So, und jetzt hier. Ah, auf den Fall habe ich gewartet. Ah, perfekt. Perfekt. Achso, jetzt mal nachgucken, was hier ist. Juvita. Ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Juvitas Zimmer verstecken. Das habe ich ja schon gemacht, oder? Oder habe ich noch irgendwas? Bohrmaschine. Schon deinen Onkel gesehen? Nö, den habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich, wo er ist. Aber guck mal, da ist was Schönes. Oh mein Gott, wie kann er mir das antun? Ja. Männer sind Schweine. Wo willst du denn hin? Warte mal. Sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Ich sollte das ausnutzen. Okay, rennen wir doch einfach mal hinterher.
Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle nur das eine. Och, Jovita, ist doch alles halb so schlimm. Du findest wieder einen neuen. Das weiß ich, du findest einen neuen. Okay. Ich glaube, wir müssen mit unserer neuen Kraft arbeiten, oder? Weil Telekinese, nein, Telekinese. Oh ja, wir müssen mit unserer neuen Kraft arbeiten. Ah, ich muss aufs Geländer klicken, oder wie? Ah, warte mal. Hä? Hä? Wollt ihr mich irgendwie verarschen oder so? Warum? Aha, jetzt hab ich's. Oh oh. Oh oh. Ich bin der König der Welt. Hey! Dum, dum, dum. Tja, tja, tja. Unsere Kraft wird stärker. Ja, ja, ja. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Munez eine offensichtliche Täterin gefunden. Alter. Das fehlende Vorhängeschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche, es im Rahmen zu halten. Also, ja, hören schlecht Sie gut gelungen, zu. Wa? Würde ich mal Jovita sagen. Jovita hat im Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich.